Hola und guten Morgen, Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zum Spieltag 21 und dem dazugehörigen Teambuilding Video. Heute gegen den lieben Let's Case mit seinem Team Infernace auf meinem Kanal. Ja Leute, wir haben uns mal wieder ein Team gebaut, um sein ziemlich starkes Team in meinen Augen. Von den Einzel-Pokémon her ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr erschreckendes Team. Und ich würde sagen, ich gehe einfach direkt mal auf die Pokémon von Case ein, damit wir hier nicht allzu viel Zeit verlieren. Und zwar hat er als Mega-Pokémon zur Halbzeit gewechselt. Ich glaube, vorher hatte er ein Mega-Sherox und jetzt Mega-Gardevoir. Also ein tiergetreuer Mega-Wechsel, würde ich mal sagen. Und Mega-Gardevoir ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Pokémon, auch in der GPL in meinen Augen. Denn es hat einfach sehr, sehr starke Angriffe, sehr, sehr starke Steps mit der Schallwelle und dem Psychoschock. Hat Supporter-Moves auch drauf, ja, wie den Verhöhner, wie Irrlicht, wie Wunschtraum, wie Abgangsbund. Womit es einfach das Team supporten kann, den Gegner ein bisschen überraschen kann und eventuell halt auch defensiv auf der speziellen Seite gespielt werden. Denn Gardevoir ist gar nicht mal so speziell defensiv unbulky, sage ich einfach mal, und kann da auch den ein oder anderen Move noch überleben und dann eben, wie gesagt, sehr, sehr stark reinhauen. Hat mit 100 Base Speed auch nicht die langsamsten Initiativwerte und denke, dass Mega Gardevoir auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Pokémon ist, worauf man sich definitiv vorbereiten muss. Dann hat er Azumarill mit, das hatte schon etwas länger, ist ein sehr, sehr starkes physisch-offensives Mon, kann mit Bauchtrommel, wenn es dann einmal dieses Safe rausbekommt, kann es mit der Bauchtrommel einfach easy durch ein Team durchgehen, wenn es das möchte. Denn selbst bei plus 6 hat man auch keinen Switch-In mehr in eine Wasserdüse, wenn man da nicht unbedingt ein physisch-defensives Wasser-Pokémon hat, was noch relativ viele KP hat. Also das ist wirklich sehr, sehr gefährlich mit diesem Azumarill. Ansonsten halt ziemlich bulky, kann in die Drachenattacken ziemlich gut reinwechseln. Und als zweite Fee kann man das, denke ich, mal so lassen. Auch ziemlich bulky, was man ja gerne mal unterschätzt bei Azumarill, aufgrund der hohen KP-Werte. Aber gut, dann haben wir auf jeden Fall noch einen Meistergriff. Meistergriff ist natürlich immer ein Threat, vor allem weil halt die meisten defensiven Pokémon, die halt sich nicht recovern können, dagegen nicht ankommen. Ganz einfach, weil es Uplight-Typ hat, das Meistergriff. Es hat dazu die Fähigkeit Adrenalin, das heißt irgendwie sowas wie ein Burn oder ein Toxin. Das verstärkt eigentlich noch diesen das Sweeping-Potenzial oder diese Durchschlagskraft von Meistergriff. Und somit ja, muss man da auf jeden Fall immer aufpassen, was da vor einem steht. Nidoking natürlich noch im Juju mit Flampivian zusammen, zwei sehr, sehr starke Scarfer auch, aber auch an sich ziemlich starke Wallbreaker. Man hat einfach nicht so unbedingt die Switch-Ins in Nidoking und Flampivian, vor allem wenn die beiden zusammen aufkreuzen. Also das ist schon ziemlich gefährlich und man muss da immer wieder aufpassen, was jetzt bei Nidoking und Flampivian auf einen zukommt. Ist ja meistens immer das gleiche, aber Nidoking einen sehr, sehr krassen Movepool, Flampivian eine Durchschlagskraft, die kann man auf jeden Fall nicht unterschätzen und somit sind das einfach zwei Wallbreaker, die zusammen sehr gut funktionieren und das heißt, er hat auf jeden Fall, wie wir auch schon mit den OU-Slots gesehen haben, eine krasse offensive Power da und um das Ganze so ein bisschen defensiver zu machen, hat er natürlich noch Viscogon und Prehornior, die natürlich auch defensiv mega krass was aushalten. Prehornior kann dazu die Tarnsteine legen. Wummer, was er auch noch dabei hat im RU, hat natürlich auch noch ziemlich krasse offensive Werte und kann auch mit den speziellen Angriffen gut was reißen, hat einen guten Movepool definitiv. Zwirfinst auch noch ein bisschen defensiv, kann man auch ziemlich variabel spielen, auch eben als Supporter, eben vielleicht auch als Wall, je nachdem wie man das eben möchte oder auch eben als physischen Attacker mit der Offensivweste oder wie man das auch will. Dann Chevrum ist auch ein sehr, sehr starkes Pokémon, hat dazu neben Viscogon auch Switch-Ins in Pflanzen-Moves, was sehr, sehr nice ist, um da so ein bisschen die Schwäche von Rihornior, Wummer und Azumarill abzufangen. Denn mit der Fähigkeit Vegetarier kann man sich da natürlich immer einen schönen Angriffsbonus dazu holen, also auch noch eine schöne Synergie da und Xatu zu guter Letzt, was mir aufgefallen ist, dass Xatu seine einzige Form von Hazard Control ist. Das zwar im doppelten Sinne, denn es hat nicht nur Auflockern als Move, sondern kann eben auch die Hazards von der Seite entfernen, indem man ganz einfach reinwechselt und der Magiespiegel dann die Hazards auf die andere Seite wirft. Also da so ein bisschen doppelt. Allerdings ist das auch die einzige Möglichkeit für ihn, Hazards zu entfernen. Dementsprechend dachte ich mir, dass die Tarnsteine hier in diesem Spiel vielleicht ganz, ganz gut wären. Und ihr seht schon seit langer Zeit hier mein Arktos auf der Seite. Und das ist auch mein erstes Pokémon, was ich ins Team genommen habe. Diesmal als spezielle Wall, ihr seht schon, da er einfach viele speziell offensive Threats hat, die mein Team sehr, sehr groß schädigen können. Klar, ich habe für sowas wie Mega Gardevoir beispielsweise ein Jirachi, was da auch einen ziemlich guten Job macht. Allerdings dachte ich mir, dass es da eher weniger gegen Nidoking klarkommt, eher weniger gegen sowas wie Wummer, wegen der Finsteraura, wegen dem Flammenwurf, Erdkräfte und so weiter. Und deshalb dachte ich mir, dass da Arktos eine gute Wahl ist. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, okay, genauso wie Nidoking das Jirachi trifft, kann es natürlich auch Arktos treffen. Das stimmt. Allerdings ist Jirachi so eine krasse Wall, dass es
ja, einfach alles tankt. Also, ich habe das Arktos hier so speziell defensiv investiert, dass das Pokémon, was mir am meisten gefährlich wird, sage ich mal, und das ist ein Nidoking, mich mit einem Donnerblitz oder einem Flammenwurf nicht Two-Hit-KO'en kann. Also das ist schon ziemlich krass, ein sehr effektiver Move von einem Live-Ops hier fürs Nidoking, und das reicht nicht zu einem Two-Hit-KO aus. Da helfen natürlich auch die Leftovers so ein bisschen, aber mit Ruhrort kann man sich dann immer gegenheilen und den Gegner wird dann früher oder später vor allem mit Nidoking auswechseln, einfach weil der Freeze-Dry sehr, sehr guten Schaden macht. Ich habe ja auch noch ein bisschen speziell offensives Investment drin, einfach um ein, ich glaube, Assault-Vested Wummer zu Two-Hit-KO'en und ein Meistergriff nach Tarnstein, wenn es komplett offensiv ist, also ohne KP oder ohne spezielle Defensive und ohne Offensivweste, dann kann ich es mit dem Hurricane auch OKO'en nach Tarnstein. Also das ist so ein bisschen die Taktik dahinter. Und die 52 Speed sind dazu da, um ein mäßiges Full-Speed-Wummer zu outspeeden, sodass das erstmal gar keinen Schaden mehr anrichten kann. Das ist, denke ich mal, auch gar nicht so verkehrt. Und ja, dann kann man halt auch mal ein bisschen ein angeschwächtes Arktos da reinwerfen und dann nochmal Ruhrort einsetzen. Denn wie gesagt, ich recover da mehr mit Ruhrort, als mir jedes spezielle Pokémon in seinem Team an Schaden machen kann. Es sei denn, da haben wir irgendwie, was weiß ich, ein Specs Viscogon mit einem Feuersturm vielleicht. Das würde wahrscheinlich noch mehr als 50% machen. Ein Mega Gardevoir kann auch mit einer Schallwelle oder einem Psychoschock nicht mehr Schaden machen. Gut, mit einem Hyperstrahl wahrscheinlich kann es das. Aber dann muss es ja noch eine auswechseln. Das heißt, ich gewinne mit meinem Arktos eigentlich gegen jedes spezielle Mon in seinem Team. Hab dann auch die Heal-Bell, einfach, dass ich mich von Irrlicht oder Toxin davon nicht abhalten lasse, und dann, wie gesagt, Hurricane und Freeze-Dry trifft auch offensiv gesehen sein gesamtes Team ziemlich stark. Das heißt, man hätte auch vielleicht darüber nachdenken können, das offensiv zu spielen, aber als spezielle Wall ist es einfach so gut, und ich wusste einfach vor dem Kampf, dass es hier ziemlich viel Arbeit machen wird, einfach aus dem Grund, dass mein Blue-Jay hier an dieser Stelle natürlich seine speziellen Walls ziemlich gut checkt, und das auch mit Crit werde ich das definitiv da drumherum spielen können. So weit, so gut. Ich habe außerdem natürlich noch den Erzwinger drauf, was ziemlich nice ist, weil halt ich mich dann gegen Ruhe orten kann und dann die Attacken, die mich effektiv treffen, werden dann langsam keine AP mehr haben. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Nidoking sowas wie ein Feuersturm oder sowas hat, der vielleicht zum 2KO ausreicht, kann er davon nur 4 einsetzen, was ziemlich nice ist. Dementsprechend macht mein Blue Jay hier eine super Arbeit. Und da ich hier keinen Auflockern drauf spiele und auch nicht spielen wollte, denn ja, ein Vierfach Gesteinsschwäche als Tarnstein Removal wollte ich dann doch nicht, habe ich mich hier für eine Schuka-Beere auf meinem Tentoxa mit natürlich dem Turbodreher entschieden. Die Schuka-Beere ist dazu da, um halt gegen Pokémon wie Flampivian Erdbeben zu tanken, Nidoking Erdbeben zu tanken, Rihornior Erdbeben zu überleben oder auch vielleicht ein Chevron, man weiß es nicht, und dann eben mit Sludge Bomb oder Scald eben gegen dementsprechend anzugreifen oder vielleicht auch mit dem Turbodreher, wie gesagt, die Hazards zu entfernen, je nachdem, was da die Priorität ist, denn ich habe hier schon ein paar Schwächen mit Arktos und meinem Boreos, das heißt, die Tarnsteine möchte ich keinesfalls haben. Und dann zu guter Letzt noch den Knockoff, weil ich einfach dachte, so, der Case spielt sehr, sehr gerne Anti-Bären auf irgendeinem Pokémon. Soll es jetzt die Corbeberry, also die Anti-Unlichtbeere auf einem Zwirfins sein, oder die Anti-Wasserbeere vielleicht auf einem Rihornior, Anti-Pflanzenbeere, man weiß es nicht, oder eben die Anti-Psychobeere auf Meistergriff. Da gibt es viel Auswahl von ihm. Dementsprechend dachte ich, dass da Knockoff vielleicht in solche Safe-Switches wie, was weiß ich, vielleicht ein Wummer, ja, was da gerne mal reinwechselt, kann ich da einfach Knockoff drücken oder eben ein Zwirrfinst, um dann eben die Corbeberry wegzukriegen, sodass mein Absol dann später bessere Arbeit leisten kann. Das war eigentlich so die Taktik dahinter, mit 100 Base Speed, um ein, ich glaube, mäßiges Viscogon bei Full Speed zu outspeeden. Oder auch ein, nee, Fullspeed Rehornio auf keinen Fall. Und wahrscheinlich um Azumarill zu garantiert zu outspeeden. Also so habe ich mir das in etwa vorgestellt. Die 100 Base Speed reichen da, wie gesagt, locker für aus. Aber ich glaube, es war wirklich auf Viscogon bezogen, dass man das mit einem mäßigen Wesen auf jeden Fall outspeedet. Und Xatu outspeeden wir so auch. Wenn es jetzt nicht unbedingt Fullspeed ist, was ich nicht erwartet habe. So, viel dazu. Dann war es das mit dem Set. Also Metroid kann, wie gesagt, gute Arbeit leisten. Hauptsächlich dazu da, um Spin rauszukriegen und um ein bisschen Meistergriff zu checken, weil klar, Knockoff wird nicht viel Schaden machen. Drain Punch bekommt er durch die Fähigkeit Liquid Ooze, ich weiß jetzt nicht genau, Krakensoße, glaube ich, auf Deutsch, bekommt er selbst noch mit Schaden. Das ist halt ziemlich nice, dass ich das Teil so ein bisschen low bekomme, um es dann nachher mit Arktos zu killen und so weiter und so fort oder eben mit anderen Pokémon. So, dann kommen wir jetzt hier zu meinem Fujin. Ist Assault Vested, ich dachte mir, das war anfangs gar nicht im Team, ja, muss man dazu sagen. Ich hatte anfangs sowas wie Tangolos drin oder so, um halt wieder Azumarill zu checken, als physisch-defensive Wall, aber wie gesagt, mein Tentoxa macht das eigentlich auch gut. Es checkt halt Azumarill und das ist halt das, was wichtig ist. Habe ich eigentlich hier speziell offensives Investment drin? Nee. Aber die Sludge Bomb wird auf jeden Fall killen, wenn
Azumarill einen Belly-Drum raus hat und dann dementsprechend bei einer Range von 75% maximal ist, dann wird die Sludge Bomb killen. Jedenfalls ist mir dann am Ende des Teammates aufgefallen, hey, Tangolos brauchst du gar nicht so sehr, weil du, wie gesagt, Tentoxa hast. Außerdem ist Tangolos natürlich wieder ein Grund für ihn, Viscogon mit dem Vegetarier mitzunehmen, und da hat er dann immer einen Safe-Switch, das wollte ich dann auch nicht. Dementsprechend habe ich mich dann am Ende noch für Tornadus entschieden, weil es mit dem Movepool, den es hat, einfach mega viel Arbeit machen kann. Wir sehen, es ist ein bisschen bulkiger diesmal, weil, das ist mir aufgefallen, sein schnellstes Pokémon interessanterweise Mega Gardevoir mit 100 Base Speed ist. Das heißt, das Team ist sehr, sehr langsam, und dementsprechend habe ich mich auch hier dazu entschieden, mein Tornadus mit 92 Base Speed, also mit 92 Speed Investment nur zu spielen und einem scheuen Wesen, ganz einfach, weil es damit garantiert, dass Gardevoir hat Speed, und mehr will ich auch nicht. Dann kann ich mit 164 KP Investment und der Assault Vest halt auch nochmal Gardevoir ziemlich gut überleben, allgemein alle speziell offensiven Mons. War auch kurz davor live aufzuspielen, weil, wie gesagt, die speziellen Threats des Gegners einfach meinen Arctos komplett handelt, aber naja, man weiß ja nie, ich denke mal, so ein Backup ist da gar nicht so schlecht. Und mit Sludge Wave treffen wir, wie gesagt, seine Feen ganz gut, die er hat. Mit Grassnar treffen wir Rehornior beispielsweise, was normalerweise ein safer Switch-In wäre, oder eventuell auch Azumarill, was ja auch gar nicht mal so leicht ist, das dicke Ding. Dann haben wir noch Abschlag, was allgemein wieder gut ist, ich mag den Move wirklich sehr. Und dann, wie gesagt, der Hurricane, der einfach auch alles, was jetzt nicht unbedingt meine anderen Moves treffen, halt mega krass trifft, und das ist ziemlich nice, denn er hat halt keinen großartigen Switch-In in Hurricane, und wenn er einen Switch-In in Hurricane hat, wie zum Beispiel Viscogon, wird es erstmal abgeklatscht mit dem Knockoff, oder vielleicht auch sein Rehornio kriegt einen Grassnod ab und geht dann drauf. Ich glaube, auch nach einem Hurricane-Schaden und Tarnsteinschaden geht sogar der Grassnod, killt sogar auch mit der Anti-Pflanzenbeere, der Grindobeere, glaube ich, genau. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr coolen Set, meiner Meinung nach, was echt verdammt viel Arbeit gegen sein Team machen kann. Und zwar ist das Rizeros mit dem Evoliten. Wir spielen es heute in einer offensiven Variante. Klar, so viel Speed brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil warum spielt man Rizeros mal mit Speed, außer wenn wir mit Steinpolitur spielen? Nein, dieses Rizeros ist darauf ausgelegt, zu wallbreaken und dazu halt den Gegner dazu zu zwingen, irgendein Pokémon mega krass undamaged zu lassen. Der Grund dafür ist, ich rechne sehr, sehr stark mit einem Zwirrfinst auf seiner Seite, mit einem Rehornio wahrscheinlich auch, und mit diesem Set outspeede ich beides davon. Ich glaube, ich outspeede sogar auch einen Meistergriff ohne Speed und Azumarill ganz ohne Speed, wobei das eh egal ist, weil Azumarill mich mit einer Wasserdüse trifft. Aber gut, jedenfalls habe ich 60 Speed drin, um, wie gesagt, Rehornio und das Zwirrfinst zu outspeeden. Und was will Zwirrfinst gegen mich machen, außer Irrlicht einsetzen? Weil ganz ehrlich, eigentlich gar nichts. Dementsprechend habe ich hier den Substitute drauf, um einfach safe ein Substitute rauszukriegen. Selbst wenn er nicht auf Irrlicht oder sowas geht, sondern was ich auf einen Schattenstoß oder was weiß ich, dann ich überlebe das mit meinem KP-Investment sowieso und mit dem Bulk, den ich einfach habe. Dementsprechend bin ich da safe unter einem Sub und kann dann mit Erdbeben und Felswurf mega krassen Damage an seinem Team. Mit diesen beiden Stabs kann ich auch sein komplettes Team ziemlich hart treffen. Dementsprechend brauche ich da gar keine Coverage-Moves oder sonst irgendwas. Was halt ziemlich nice ist, weil Prime, also mein Rizeros, halt mega durch sein Team durchgeht. Ich habe dann als letzten Move noch die Tarnsteine, falls ich die irgendwie mal in einer Situation früh rausbekommen will, weil er die, wie gesagt, schwer wegbekommt. Und dementsprechend finde ich, dass mein Rizeros hier mega viel Arbeit leisten kann. Mit dem Delegator, wie gesagt, können wir das Zwirrfinst eine Runde sozusagen vergeuden lassen, indem es auf Irrlicht klickt, während der natürlich fehlschlägt, während wir hinter dem Delegator sind. Und können dann eben mit Erdbeben oder Rock Blast einfach mega krassen Damage drücken und das Zwirrfinst vielleicht sogar rausnehmen. Das ist auf einem Full KP investierten Zwirrfinst sogar ein Tuit-KO. Dementsprechend, ja, kann man das halt ziemlich gut so machen. Ich habe dann den Rest in die KP und die übrig bleibenden 36 EVs in die Spezialverteilung. Das ist jetzt nicht, um irgendwas Besonderes zu tanken, aber wir überleben so auf jeden Fall auch eine Schallwelle von einem Mega-Gardevoir, was auch ziemlich gut ist. Kann man, denke ich, mal so lassen. Okay. Dann haben wir hier mein Choice Scarf Jirachi. Kann, wie gesagt, mit Iron Head und Hard Stamp mega gut Druck aufbauen gegen sein Team, weil es halt das meiste hart trifft. Und wenn er mal ein langsameres Pokémon hat, und er hat eigentlich kein schnelleres Pokémon, nee, genau. Jirachi ist garantiert jetzt schon das schnellste Pokémon im Kampf, weil er halt kein schnelleres hat. So investiert, dass wir einen Flampivian outspeeden, wenn es gescarft ist. Den Rest halt in KP, wie gesagt. Und Iron Head, Hard Stamp trifft man halt alles mindestens neutral mit der Kehrtwende, die Switch Advantage, falls er mal irgendwie einen Switch in hat, gegen das wir nicht so viel machen können.
Und dann eben noch der Healing Wish, falls wir irgendwelche wichtigen Pokémon in der Low Range haben, die wir wieder hochgeheilt haben wollen. Beispielsweise wäre das jetzt eventuell Rizeros, mein Arktos, falls das mal irgendwie zu low geht und ich das nicht möchte. Oder eventuell auch mein Tentoxa, falls Azumarill immer noch ein großer Threat ist und mein Metroid schon ziemlich low ist. Das ist halt so ein bisschen so die Backup-Heilung für alles, was wichtiger sein sollte als Jirachi. Wobei Jirachi halt selbst auch einen ziemlich guten Job erfüllt. Aber gut, als letztes hätten wir dann mein Absol. Spiel ich diesmal ziemlich interessant, wie gesagt, mit den 140 Base Speed. Ich brauche halt nicht mehr, weil sein schnellstes Pokémon, sofern es jetzt nicht ein Scarfer ist, sein schnellstes Pokémon halt Mega Gardevoir ist und das speede ich so. Hab dann halt den Rest in den Angriff getan. Mit Knockoff, Sucker Punch und Play Rough treffe ich halt sein Team mega stark. Knockoff, halt, er hat keinen Switch in den Knockoff. Und wenn er das hat, ist das Meistergriff oder eventuell Azumarill und dann treffe ich mit Play Rough eben neutral oder sehr effektiv. Wobei Play Rough halt auch hauptsächlich dazu da ist, um Viscogon zu Turret KO'en, denn Knockoff schafft es bei dem physisch defensiven Viscogon, was er schon mal gespielt hat, nicht es zu Turret KO'en. Dementsprechend, ja, der Play Rough dabei. Und noch ziemlich interessant, da ich ja sonst noch ziemlich viel übrig hätte neben dem Angriff und dem Speed, habe ich den Rest in den Spezialangriff getan. Ich hätte das auch in KP getan, um vielleicht einen Tempo-Hieb von einem Meistergriff besser zu überleben, aber den überlebe ich auch so. Und so viel Bulk brauche ich gar nicht. Und dann habe ich mich entschieden, einfach die Kraftreserve Pflanze drauf zu tun, plus Spezialangriffsinvestment. Und so können wir halt auch das Rizeros, nein, das Rehornio, was er hat, genau, mit der Hidden Power Grass ziemlich gut anhitten. Und sofern es jetzt nicht die Fähigkeit hat, die sehr effektive Angriff um 75, nur noch 75% Schaden machen lässt, werden wir das Teil sogar okonen. Aber nach einem Knockoff reicht die Hidden Power Grass auf jeden Fall aus, um Rizeros zu killen. Rehornio, meine Güte. So, jetzt haben wir's. Und das ist halt so ein bisschen die Idee hinter diesem Set. Kann halt allgemein mega viel Schaden drücken, weil er nicht so die Switch-Ins da rein hat. Wie gesagt, er hat spezielle Walls, ziemlich starke, aber physische halt dann doch nicht so unbedingt. Klar, Rehornio hat er da, aber das ist, wie gesagt, mit der Hidden Power Grass auch ein Tool-KO. Und ich frage mich gerade, Nassschweif. Kann ich Nassschweif haben? Was ist Aquatail, ne? Ne, Aquatail kann ich nicht. Also irgendein Water-Type-Move. Water Pulse, ja gut, der ist speziell. Vielleicht hätte ich den spielen sollen. Ich bin ein Genie. Ihr müsst wissen, der Kampf ist schon gemacht. Und ja, Water Pulse ist da natürlich eine Opportunity, die man auch hätte nehmen können. Es ist ein Water-Type-Move, der sehr effektiv trifft und gleiche Base-Stärke hat und ich dann halt nicht die DVs ändern muss. Und außerdem habe ich dann noch eine 20%ige Chance zu verwirren. Aber gut, ich habe die Hidden Power Grass wahrscheinlich taktischerweise drauf getan, um das Aqua, das Azumarill zu tanken. Genau, zu treffen. Genau, das war wahrscheinlich mein... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe auch mal die Kraftreserve Pflanze auf meinem X-Bad letzte Season gespielt, obwohl X-Bad natürlich Gigasauger erlernt. Also das war auch wieder so eine Meisterleistung von mir. Ich sollte vielleicht meine Teams mal besser durchschauen, bevor ich das mache. Dann fällt mir das nicht immer im Nachhinein ein. Aber gut, traurigerweise, dass wir Aqua Wave hätten nutzen können. Aber gut, shit happens. Jetzt haben wir das Set halt so und ich hoffe, dass euch der Kampf morgen gefallen wird. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, Leute. Das war's mit dem Video. Ciao.